gegebenem Anlass. Part 2. Yeah. Wenn niemand was sagt, zählt es nicht, ob es richtig ist, sondern nur, was für ein Gefühl ich krieg. Darum scheiß mal auf Recherchearbeit. Mein Gefühl sagt mir sicherlich die Wahrheit. Wähle deine Worte möglichst bombastisch und alle deine Forderungen drastisch. Sprich Ängste an, Schuld ist immer der fremde Mann. Das ist nicht gelogen, das ist postfaktisch. Teil die Fake News auf Facebook. Die Welt muss erkennen und so denken wie du. Sonst nennst du's Lügenpresse. Jeder Journalist ein Staatsfeind. Im Auftrag der Lüge gegen die Wahrheit. Die kennst du natürlich bestens als Compact-Leser. Du willst Bikes für alle, Volksverräter. Du und deine Kollegen sind das Volk. Das ist gar nicht überzogen, sondern postfaktisch. Du kannst sagen, was du willst. Was zählt es nicht, dass es auch stimmt. In einer Zeit, in der Donald Trump gewinnt. Alles ist so postfaktisch, yeah. Du kannst sagen, was du willst. Was zählt es nicht, dass es auch stimmt. In einer Zeit, in der Donald Trump gewinnt. Alles ist